Hallo, willkommen zurück. Heute kochen wir mal einen Couscous-Salat mit ganz vielen gesunden Sachen. Couscous kommt aus dem Nordafrikanischen. Das ist sozusagen ein Teig. Die machen das aus Weizen, aus anderen Getreide und so. Die machen diese Getreide, die mahlen das. Dann machen sie es klein und nass und machen so ganz kleine Grießkörnchen daraus. Das ist unser Couscous, was wir heute auch machen. So, dann fangen wir mal an. Wir haben hier ganz viele Gemüsesorten. Jeder macht es anders. Ihr könnt nehmen für den Couscous-Salat, was ihr wollt. Wir haben hier Zucchini, Möhren und Paprika. Und ganz viele Kräuter aus dem Garten. Für den Couscous-Salat brauchen wir Couscous, dann verschiedene Gemüsesorten, Zucchini, Möhren, Paprikaschoten, Champignons und verschiedene Kräuter wie Thymian, Oregano, Basilikum. Dann kommt noch Salz und Pfeffer, ein bisschen Zitronensaft, etwas Zucker und etwas Zwiebeln zum Schluss. So, nachdem wir den Couscous gedämpft haben, schneiden wir erstmal die Zwiebel, die Möhren, Zucchinis, Paprika, Pilze. Dann kommen die Kräuter dazu, auch klein schneiden. Und dann braten wir diese ganze geschnittene Gemüse und Kräuter in der Pfanne scharf an. Zuerst natürlich Zwiebel und Karotten, weil die einfach eine längere Garzeit haben. Dann kommen die Paprikas und Zucchini dazu. Ganz zum Schluss die Pilze und die Kräuter. Das gedämpfte Couscous ist fertig. Wenn wir unser Gemüse dann angebraten haben, mischen wir das Ganze zusammen, würzen wir mit Salz und Pfeffer und etwas Zucker, so für den Schmackes, bisschen Zitronensaft und ruckzuck ist unser Couscous-Salat fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das könnt ihr zu Hause auch wunderbar nachkochen. Ich würde mich sehr freuen über irgendwelche Nachrichten von euch und wir sehen uns das nächste Mal. Ich muss mir was Tolles überlegen, was wir mal machen können. Vielleicht wieder mal was Süßes. Wer hat Lust, macht mit. Ciao! David, das war's für heute, oder? Ja, das war's. Dann kommt ihr. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Also bitte tut uns einen Gefallen, schaut euch unter keinen Umständen das hier unten an. Das ist voll der Mist. Das ist, aber das hier oben, das ist noch schlimmer. Also auch das, vergesst es einfach, okay? Ja, ansonsten schönen Tag, macht's gut, ciao.